Der Gipfel ist nicht immer das Wichtigste, es gehört schon dazu. Aber die ganzen Sachen, was man macht, die ganzen Aktionen, sind eigentlich die Wege, die Abenteuer, was man erlebt. Das ist eigentlich das, warum ich Bergsteigen tue. Also sicher, ich tiefziehe nicht schon der Gipfel. Aber das, was ich da erlebe, das kann mir kaum Mensch nehmen. Das prägt sich in meinen Kopf ein und das gehört einfach mir. Und wenn ich bin ich eigentlich unterwegs. Der besondere Ansatz an der Patagonien Experience ist eben der, dass wir keine fertigen Spitzenalpinisten unterstützen, sondern dass wir jungen, ambitionierten Seilschaften die Möglichkeit geben, an den Bergen der Welt sich zu steigern und zusammen mit uns zu wachsen. Beim Landen hat man eigentlich schon einen Zerontori gesehen und einen Fitzroy aus dem Fenster vom Flugzeug. Das fand ich schon mal echt super, weil die Leute kennen, die waren dreimal da und haben gar nichts gesehen. Als wir hergekommen sind, haben wir eigentlich ziemlich gleich mal die Sachen gepackt und gedacht, wenn das Wetter gerade passt, dann versuchen wir das gleich mal. Und sind gleich nach Ankunft losgestiefelt und zum Norweger Biwak und wollten das gleich mal probieren. Und das war halt ein bisschen überstürzt alles oder ein bisschen zu schnell. Dann waren wir ganz schön kaputt und fertig. Da haben wir gesagt, jetzt haben wir das Material drin, das ist schon mal gut. Jetzt ist ja erst in den ersten paar Tage vorbei, da können wir nochmal hin und können nochmal einen Versuch starten. Das haben wir auch nochmal gemacht. Das schlechte Wetter, das hing halt immer so im Torre und wir haben halt immer gesehen, wie der Fitzroy in der Sonne steht und der Torre, wo wir gleich wollen, hingen immer die Wolken drin und es war schlecht. Da haben wir gedacht, jetzt gehen wir da zum Fitzroy rüber. Außerdem haben wir gedacht, dass der vielleicht besser zu machen ist. Der Fritz und der Corbinian, die haben wir dann ihren zweiten Territorialversuch abgebrochen, weil die Bedingungen einfach zu schlecht waren, zu viel Eis in der Wand. Corby, deine Kletterschuhe. Ah. Die haben wir da aufgetaucht. Ich hab schon überall gesucht. Beim Abstieg haben sie festgestellt, dass im Norweger Biwak haufenweise Müll von anderen Kletterern rumgelegen ist. Und kurzerhand haben sie sich dann einfach entschieden, den ganzen Müll einzusammeln. Da haben sie zwei Säcke randvoll gemacht und haben die dann raustragen und wollten es an der Mülldeponie abgeben. Schmeißt du da halt her, oder? Besser liegt sie als oben. As you can see, they have the names to separate the garbage, but then you open it and it goes all the way to the same place. So it doesn't work and it's like a joke. In El Chaltén haben wir dann drei einheimische Mädels kennengelernt und sind mit denen auch auf dieses Problem mit dem Müll zu sprechen gekommen. Die haben uns dann auch erzählt, dass sie quasi eine eigene Initiative gegründet haben. We think that in the dump garbage we have a big problem that we can't resolve because it's too big. But it's not just a problem of the government, it's just an education problem for us. So we think that we need to reduce, reuse and recycle the garbage to resolve part of the problem. You tried it? Mate? Yes. Yeah, I know mate, yeah. Eh? Hot. It's good. Eh? And bitter. Yeah. Without sugar. Like the Argentinian women. You know, all the lines, this means a lot of wind. Mm-hmm. A lot. In the long term can change. Am ersten Tag, wo wir los sind, soll es ab Mittag besser werden, vormittags noch schlecht. Am zweiten Tag so ganz gut, dann eine kleine Störung über Nacht und am dritten Tag richtig gutes Wetter. Das heißt, wir haben einfach mit 2,5 ordentlichen Tagen geplant. Dann sind wir in der Früh aufgebrochen, zusammen mit Thomas und Laura. Und wir sind eigentlich den ganzen Tag im Sauwetter gegangen. Da war schon klar, dass der Wetterbericht so nicht hinhauen kann. Und irgendwann war der Wind so stark, dass wir auch nicht mehr weitergehen konnten. Haben uns hinter so einem Block einen kleinen Platz rausgehackt und mit der Schaufel freigemacht. Und dann ein kleines Zelt reindrückt, haben uns erst mal im Zelt verkrochen und abgewartet. Was gibt's zum Essen, Kassi? Nussmüsli mit Kakao. Bei mir gibt's Käsefondue. Käsefondue. Bricht der Lagerkoller schon aus, den du wie prophezeit hast? Wenn der Prinz noch weiter in seine Schuhe hier trocknet, dann bricht er ganz schnell aus.
tatsächlich hat dann das Wetter sich ein bisschen verbessert am Abend, dann haben wir schon gesehen, das passt so. Also wir sind relativ nah am Einstieg der Superkanaletta. Dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir uns nochmal ein Zelt auf. Dann haben wir ein bisschen unterhalb von dem ersten Zelt nochmal einen Platz freigehackt und freigeschaufelt und dann mit vereinten Kräften das Zelt aufgebaut. Dann hatten wir es schon stehen und haben es gehalten und plötzlich kam eine gewaltige Sturmböe und hat es uns einfach aus den Händen rausgerissen und das ganze Ding ist ein Gletscher dahin. Und das Pech war, dass wir es zum Teil auch mit Eisgeräten gesichert hatten und die sind auch mitgeflogen. Ein Zelt weg, Eisgerät weg. Und dann haben wir uns halt wieder alle in das kleine Zweimann-Zelt reinverkrochen. Im Zelt liegt genauso viel Schnee wie draußen? Was? Unser Plan wäre gewesen, dass wir dann am zweiten Tag schon ganz früh starten. Aber es hat einfach in der Nacht weiter gewindet und es hat auch geschneit in der Nacht. Und es war klar, das hat so keinen Wert. Das hieß, dass Thomas und Laura das gar nicht machen konnten, mit einem Eisgerät da zu klettern. Das geht nicht. Und dann haben wir halt gesehen, dass das Wetter ja ganz schön wird am nächsten Morgen und es war ganz klar und wir waren auch noch ziemlich kaputt und fertig von der Nacht. Aber wir haben uns gesagt, auch wir schauen jetzt einfach mal rein. Und dann lief es erstmal ganz gut. Es war viel Spurarbeit, es hat viel geschneit in der Nacht. Und irgendwann zieht dann das Couloir an, das heißt, es wird steiler. Und wir haben gewusst von der Route, wir müssen irgendwann aus dem Couloir raus und dann sind wir ungefähr 8 Zeilen geklettert im Mixgelände im schweren Fels, also im Fels sicherlich bis zum 6. Grad. Und haben irgendwann gemerkt, es passt alles überhaupt nicht zusammen. Wir kommen auch auf der Route nicht mehr zurück in die richtige Tour. Und dann mussten wir wieder 2 Längen abseilen und rüber traversieren, zurück ins Couloir. Und dann war uns schon klar, also das sind jetzt keine guten Voraussetzungen weiterzusteigen. Wir haben vielleicht 5 Stunden verloren durch den Verhauer. Und dann war es schon abends, haben uns erstmal auf so einem Schneeband ein bisschen gestärkt, haben was getrunken, gegessen. Und haben jetzt überlegt, gehen wir weiter, gehen wir wieder zurück. Aber das Wetter war an dem Tag einfach perfekt. Und wir sind da in der Wand gehockt und haben gewusst, jetzt sind wir so nah an dem Gipfel dran. Und das Wetter passt und wenn wir jetzt wieder abseilen, wären wir ja eigentlich blöd. Dann sind wir die ganze Nacht durchgeklettert, bis ungefähr morgens um 4 Uhr. Da waren wir schon am Gipfelgrat. Es war ziemlich unübersichtliches Gelände mit riesigen Grattürmen. Und die mussten wir zum Teil umklettern, zum Teil mussten wir sie übersteigen und hinten wieder abseilen. Und das war bei Nacht eigentlich recht komplex, dass man da die richtige Route überhaupt mehr findet. Haben uns da im Biwaksack verkrochen, haben das ausgehockt und als wir am nächsten Tag wieder den Kopf rausgestreckt haben, dann war schon alles trüb und es hat geschneit. Ein bisschen Schnee hing schon drin in den Felsen, aber es ließ sich schon mal klettern. Da waren es noch ein paar Seilängen, dann kam man in die Scharte, wo auch die Abseilstrecke beginnt. Haben wir da in der Scharte eine Pause gemacht, haben unser Material deponiert und sind dann ohne alles nur mit Steigeisen am Eisgerät. Hoch auf den Gipfel, schnell hoch, schnell runter und dann haben wir wieder abgefallen. Dann kamen die Rinne runter und ein Spindrift nach dem anderen immer größer werdend. Und das war dann echt ganz schön heikel, aber es ging alles. Dass 2 gute Tage gesagt waren, haben wir gesagt, den ersten, den warten wir ab, dass gute Bedingungen herrschen und den zweiten klettern wir was. Aber es war dann genau andersrum, weil der zweite Tag war total krasse Bedingungen, totaler Wind und geschneit hat es. Aber dadurch sind wir halt trotzdem rauf und haben halt unser Bestes gegeben. Irgendwann ist es sogar richtig krass geworden, weißt du, weil die Handschuhe waren dann nass und dann Finger so. Und dann ist es halt echt hart geworden und dann habe ich es technisch machen müssen. Halt. Also mit im Schnee ausgeräumt, Freund neilegen, neisteigen, Freund, nächster Freund, neisteigen, links raus. Dann für die Clara im Nachstieg habe ich das rausputzt, nochmal die letzten 4 Sicherungen, dass sie nicht so 10 Meter nach links rausfliegt, sondern dass sie halt dann 1 Meter rausfliegt vielleicht und dann so gerade nach oben kommt. Dann die letzte Seilung hinauf, das war halt echt fies, weil da war so eine, wie sagt man da, so eine Guillotine über uns drüber. So. Ungefähr ein Fels, der war so groß wie ein Brotlaib, aber dafür 4 Meter lang. Und das war der leichteste Weg eigentlich zum Klettern. Aber ich habe da nicht klettern können, weil ich gewusst habe, wenn ich den anlange, dann fällt der runter auf Clara und spalt es in der Hälfte durch. Dann bin ich weiter rechts rausgeklettert halt und habe es dann echt geschafft, auf das Plateau unter dem Gipfel zum Klettern. Und von dort dann sind wir dann noch so zickzack auf den Gipfel hinaufgegangen. Ja, ich habe es selber nicht geglaubt, ehrlich gesagt, dass wir es schaffen können. Aber dann war es wirklich Zeit, dass wir abseilen.
Als wir unten am Gletscher waren, da waren wir dann schon, haben wir schon gewusst, jetzt haben wir es wirklich auch geschafft. Gell? Weil umsehen bedeutet da gar nichts. Ja. Weil du auf dem Weg runter gingen alle drauf. Nicht auf dem Weg rauf. Manuel hat gesagt, do you want to summit anything or do you want to summit Fitzroy? Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich lieber den Fitzroy. Genau, also es war ja erst die Überlegung, ja, ob man sich jetzt auf ein kleineres Ziel irgendwie, sag ich mal, in Anführungsstrichen beschränkt und halt irgendwie sagt, ja, du willst irgendwas Kürzeres und hast halt dann dafür einen Gipfelerfolg oder ob man dann doch nochmal alles auf eine Karte setzt. Und beim zweiten Mal, mei, da war es halt einfach so, es ist unten echt gut gelaufen und wenn es dann oben raus ist, muss halt einfach so sein, dass halt einfach beide das auf Biegen und Brechen auch wollen. Weil sonst, du kannst da nicht sagen, ich kletter jetzt mal so ein bisschen, weil ein bisschen gibt es halt da dann einfach nicht. Dass es hier nicht mehr weitergeht, das war eigentlich innerhalb von ganz kurzer Zeit. Also wo wir dann oben waren und dann stehst du halt wirklich da davor, wo es dann, das steigt brutal auf, das hängt dann so richtig raus, der Block da über dir und dann, na, dann war es irgendwie. So, Laura. Ja, also mir ist das jetzt hier echt nicht pur zu krass. Das ist das Kular rauf, das ging eigentlich soweit ganz gut, aber waren auch schon voll viele Stellen, wo es so halt blank. Das, blank war, weil das Eis total dünn und in Schollen halt weggeflogen ist. Und mir ist das echt unheimlich irgendwie da und Fritz hat schon gesagt, man muss objektiv da urteilen, aber das voll, also mir persönlich fällt das auch schwer, da objektiv zum Urteilen, wenn meine Füße fast abfrieren und wenn ich da rumstehe und der Stand ausschaut, als da davon selber auch gleich runterfallen. Das ist bei mir eigentlich immer, wenn ich erst einmal Angst kriege, dann. Ich glaube, das haben wir eigentlich noch nie weitergeklettert. Entweder das geht so von oben bis unten, aber wenn ich erst einmal, wenn man mal Angst kriegt, dann ist irgendwie recht schnell vorbei. About 7 years ago. I love El Chaltén. I choose this place because I realized that there's not a lot of towns that are inside of a national park. I believe that if we join our efforts, we can make some changes.